Hallihallo und willkommen zurück zu Gothic 3. Ist das nicht romantisch hier mitten in der Nacht am Lagerfeuer? Ich fände es fast schön, wenn wir nicht durch die Wildnis müssten. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, nicht dass man doch noch irgendeinem Vieh in die Arme rennt. Oder toten Korndieben hier, nicht dass die zum Zombie werden. Aber es ist ja auch nicht ganz so sehr weit bis zum Kornhof. Dort werden wir uns in die nächstbeste Kiste werfen und erstmal eine Runde pennen. Und am Morgen werden wir uns dann auf dem Weg machen. Wo bin ich denn? Ach, ich bin hier am Weg. Und am Morgen werden wir uns dann auf dem Weg machen, den komischen Möchtegern-Rebell hier zu befreien. Und mit ihm hoffentlich zu dem Rebellenlager Okara zu gehen. Gibt's hier in der Mühle ein Bett? Ja, gibt es. Ich bin hier goldrichtig, Gorn. Du kannst dich ja auf die Säcke hier legen. Du Sack. Und schlaft schön. So schnell kann's gehen, schon ist es morgen. Jetzt müssen wir den nur noch finden. Na hui, wo ist er denn? Was kann denn schon groß passieren? Hier oben sind die Orks. Habe ich was nicht mitbekommen? Sklave, Sklave, Sklave. Das hätte ich dir vorhin sagen können. Ah, der pennt noch. Ufus! Verdammt. Faule Sau. Was ist los? Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara, und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Was ist das denn für eine? Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. Ach komm schon. In Ordnung, ich hol dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf. Ach Mann, das ist eine schöne Flucht. Und was hast du vor? Ja, lauf einfach los. Wie jetzt? Lauf! Oh, nee. Aber wir werden auch nicht verfolgt. Das ist wahrscheinlich so kackdreist, dass das gar keiner mitbekommt, was hier gerade vor sich geht. Gon, bist du mit am Start? Pflänzlein! Meine allein. Alles meins. Nicht so schnell, Rufus. Ich muss ein bisschen gucken, dass der Gorn mitkommt. Wir wollen ihn ja schließlich nicht zurücklassen. Dü-dü. Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt er, und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Das glaube ich auch. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Da hinten ja, hoppelt ein Hase. Schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Wir reden gleich weiter. Ich habe da noch einen Hasen gesehen. Du bist tot? Du kannst dich nicht verstecken! Ah, jetzt fühle ich mich besser. Jetzt fühle ich mich besser. Du sollst dich futtern, du sollst weiter. Los. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was, jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Okay, dann wollen wir mal. Und versuch bitte... Egal, hier kommen wir später noch lang. Das ist ganz gut, wenn wir hier die Pflanzen stehen lassen. Dann wissen wir, wo wir noch lang müssen. Gehen wir erstmal fein hier oben lang. Du kommst schön mit. Ich will nicht alleine hier lang rennen. Wenn da wirklich so starke Biester sind, kriege ich doch Angst. So, die schöne Beere hier, die verleibe ich mir auch erstmal ein. Der rennt hier einfach so weiter, ohne mal zu gucken, was hier vielleicht noch sein könnte. Na, hier ist aber nichts mehr. Ah, stimmt, wir hatten ja auch hier drüben so ziemlich alles schon geklärt. Kommst du? Oh, hier gibt es noch schöne, weite Ebenen.
leicht hügelig, aber trotzdem weit. Oh. Scavenger Tech? Wer gegen wen und aus welchem Grunde? Oh, lasst mich ruhig, ich habe euch gerettet. Das war's für dich, Mistvieh. So. Jetzt gib mir dein Snapper-Zeug. Das ganze schöne Snapper-Leder hier. Ich glaube, hier oben gehen wir auch lieber erstmal nicht lang. Oh, das ist schön, Wölfe. Kann ich mir nämlich gleich mal heimlich einen Wolf holen. Komm zu Papa. Ein ganz feiner Wolf bist du. So, und die anderen willst du jetzt platt machen, wie ich dich kenne, ja? Na dann vorwärts! Oh je. Oh, das sind aber doch ein paar viele. Das war's mit dir, du Mistvieh. Schon wieder ein Zweifel. Elendes Drecksvieh. So, wie geht's meinem Wolf? Alles in Ordnung soweit? Hey, ich schieb dich hier durch die Gegend. Schiebung. Meine Wolfssachen. Tack, tack, tick. Rufus? Da hinten haben wir noch glatt eine Bäre stehen lassen. Und ein Pürzchen. Und überhaupt. Wo ist denn der Rufus jetzt hingerannt? Ist der ganz allein jetzt komplett weitergerannt oder habe ich den nur nicht gesehen? Seid ihr da? Ihr seid da. Ach, da oben steht er doch. Der Alte tut nicht gut. Wir futtern uns erstmal noch ein bisschen Fleisch rein. Falls hier nochmal so viele Wölfe kommen, dass wir ein bisschen vorbereitet sind. Kratz dich nicht, mein Guter, kratz dich nicht. Hier scheint es aber keine weiteren Wölfe jetzt zu geben. Möglicherweise aber doch. Ganz wie du willst. Gut gemacht. Oh, die gehen aber gleich ran. Da schlucken wir uns erstmal einen Heiltrank rein. Nein. Nein, du hast meinen Wolf getötet. Nein, du wirst mich töten. Jetzt pass mal auf, du kleiner Satansbraten. Ah. Jetzt verreck halt. Das war's für dich, Mistvieh. So, wieder mal eine Portion Wölfe erlegt. Oh, da gibt's so schön viele Sachen hier. Die Zähne, die Wolfsfälle. Ich hoffe, die Rebellen, wo wir hingehen, haben ordentlich Kohle. Eine Metallkiste. Schade, ich hatte auf eine schwere Truhe spekuliert. Oh, und da habe ich ein Geräusch gehört, das mir nicht gefällt. Naja, sei es drum. Dieses Gebirge hier, das werden wir schon noch erkunden. Wo ist denn der schon wieder hin? Da. Das werden wir alles noch erkunden. Wir gehen jetzt erstmal weiter mit dem mit. Hallo Scavenger. Die Heilpflanze nehme ich. Sind das viele? Mein Gott, Walter. Dem hast du's gemacht. Klasse, die Viecher. Ich hasse die Viecher. Oh.
War's das? Ja, das war's. Eine gute Jagd, eine gute Jagd. Nicht die beste, aber im Großen und Ganzen ganz schön. Schattenläufer. Garstige Schattenläufer. Wollen wir uns die krallen? Was sagst du, Rufus? Wollen wir uns die holen? Ja, komm, zack. Schon wieder eins von den Viechern. Warum wollen die alle gegen mich kämpfen? Au! Haut drauf! Ich hab hier noch einen am Latz! Dem hast du's gezeigt! Okay. Ich hasse die Viecher! Oh. Eieiei. So, Schattenläufer, was hast du alles dabei? Ein schönes Horn und ein Fell? Oh Mensch, die haben aber viele Leute gekillt. Hier ist ja alles voller Knochen. Ist ja ekelhaft. Ja, Waffentruhe. Da werde ich. Da ist mir gleich die Stimme entfallen, du. Jagdbogen. Naja. Da hätte ich mir Besseres gewünscht, ne? Aber man kann ja nicht immer alles haben. Die ganzen Pflanzen hier lassen wir auch stehen. Wie gesagt, die ganzen Gebirgesachen hier, die schauen wir uns irgendwann noch an. Ich wollte erstmal noch gucken, hier gibt es doch bestimmt noch mehr Knochen, hä? Oder haben wir das schon alles mitgenommen? Scheint, als hätten wir das schon alles feinsäuberlich hier auseinandergenommen. Gehen wir halt weiter. So, Rufus, wo bist du? Wir können weitergehen. Ich bin hier soweit fertig. Mehr oder weniger. Da ist noch eine Blume! Hallo! Da sagt man auch Hallo, du Schwein! Keine Kinderstube hier, der Junge. Keine Kinderstube. Das nenne ich aber mal ein großes Loch hier, hör mal. Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Gut, dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Dank ist gut. Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Das ist es, mein Schatz. So, wir holen uns noch schnell die Bären hier. Habe ich gesehen, dass die noch hier rumstehen? Was soll denn das? Könnt ihr doch nicht machen. Die frieren doch in der Nacht. Noch nie was von Nachtfrost gehört, da gehen die kaputt. Sollen wir noch hier oben am großen Loch rumgucken, bevor wir den Steg runtergehen? Weil ich weiß ja nicht, ob es hier vielleicht noch sehr schöne Dinge gibt. Waldbeere, Sonnenkraut. Sommer oder Sonnenkraut? Habe ich jetzt nicht ganz gesehen, müsste aber Sonnenkraut gewesen sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier eine Pflanze gäbe, die Sommerkraut heißt. Nee. Hier oben in den Bergen gibt es anscheinend keine. Boah, hier gibt es einen schönen Ausblick auf eine andere Siedlung da hinten. Müsste Silden sein, ne? Ja, Silden. Ach, da werden wir auch noch hinkommen. Gorn? Gon hat Höhenangst. Wow. Ah, Herrscherkraut. Hier sind wir richtig. Gold richtig, du. Ich nehme gerne alles an Pflanzen mit, das ich finde. Felsnesseln. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ist hier oben noch was? Nö, gut. Da würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zurück zum Rebellenlager Okara, das wir uns dann beim nächsten Mal genauer ansehen werden.
Und Gorn habe ich irgendwie komplett verloren gerade. Habe ich auch die Orientierung verloren? Nee, davon ist das große Loch. Ah, da bist du ja. Wo hast du dich denn versteckt? Ich finde, das sieht immer toll aus hier mit diesem großen Gitter drüber. Nee, komm, wir nehmen den ordentlichen Steg. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir nehmen den Weg, der vorgesehen ist. Wo ist der Steg? Der war doch hier irgendwo. Da hinten. Nee, wenn es den Steg gibt, will ich den auch benutzen. Da bin ich eigen. Komm, Gon. Wo bist du denn, Mensch? Du bist ja am Hinterteil der Welt. Hier führt nämlich so ein schöner kleiner Weg lang. Kann man auch mal lang spazieren, kommst du? Ah, mit Gon macht man was mit. Na, der wird uns schon wiederfinden, ansonsten finden wir den wieder. Und da befindet sich auch schon der bewachte Eingang zum Rebellenlager Okara, welches wir uns beim nächsten Mal ansehen werden. Schönen Tag noch, macht's gut, euer Lord Peter.